Herzlich willkommen, Blick auf meinen Kanal. Schön, dass du reinschaust. Ja, hier das neue Update von Microsoft. Flugsimulator, ziemlich coole Sache und wollen auch gleich mal loslegen. Und zwar gibt es ja ziemlich 3-4 Flugzeuge. Die Weltkarte an sich und habe mir den Volocopter rausgesucht. Und mal schauen, was es Neues gibt hier an Flugzeugen. Ganz hoch scrollen. Zwar haben wir hier eine Bits, eine neue S-1S. Dann haben wir hier die Boeing Super Hornet. Dann haben wir hier die Cup Crafter mit Spornfahrerwerk. Und Pilatus PC-6. Und den Volo City. Ja, kann ich verschiedene Lackierungen hier auswählen. Ich nehme mal glatt weiß. Und jetzt mal auf dem Flughafen hier. Da ja mal fliegen. Jetzt mal hier auf Leipzig. Schneller Tag hier. Ja, und fliegen einfach mal los hier. So. Wir sind ja schon auf dem Flughafen. Leipzig, steht unser Volocopter. Ja, sehr spartanisch gehalten. Ja, Nick Roll. Das funktioniert alles hier. Und hier oben haben wir verschiedene Sicherungen für die 18 Motoren. Gucken wir uns mal die ganze Sache von draußen an hier. Schön gemacht hier, Volocopter. Deutsche Rettungsflugwacht ist einer drin, okay. Ja, die AC hat sich ja welche geholt. Und ich kann euch verraten, ich habe ja Volocopter mal angeschrieben, ob sie irgendwie nicht für Microsoft Flugsimulator hier so ein Teil implementieren können. Und ja, das haben sie wahrscheinlich irgendwie gemacht. Und das Ganze kostenlos, muss ich mal bezahlen. Und ja, nur ein kleines Problem, ich weiß nicht, wie die Kiste hier angeht. Jetzt einfach mal Pitch hoch. Ja, tut sich nichts. Ich weiß auch wirklich nicht, hier kann man wirklich nirgendwo sehen, wo hier nicht betriebsfähig, wo ich hier was einschalten kann. Wonne geht auch nicht, kein Hauptschalter. Position hold, das kann man noch eindrücken. Ist ja irgendwas nicht betriebsfähig hier. Ja, ich hoffe, es klappt hier, es ruckelt doch ein bisschen jetzt nach dem neuen Update. Hier passiert irgendwas. Nix, schade, schade. Ja, strecke es einfach auf E, was man kennt. Und schon laufen die Rotoren an. Ein schönes Teil hier und jetzt haben wir einfach mal Pitch geben. Und zwar ist dieser kleine Hebel hier. Polymöre. Mal aufgeplumpst. Nehmen wir unsere Fahrt auf. Steigen hoch in die Luft. Gibt es mal einen Nick nach vorne hier. Ein
links lenken. Ein bisschen Roll hier. Das ruckelt leider etwas. Das kommt leider meine Grafikkarte Aufnahme und immer so die Grafik ein bisschen runtersetzen. Besser, ist nicht ganz so scharf, aber so gefällt nicht mehr so. Ein bisschen nach vorn, eine Fahrt aufnehmen, so mal Richtung Leipzig fahren, fliegen. Erst B52. Autobahn hier. Du bist volle Möhre. Eine Warnlampe geht an. Ziemlich cool aus, das Teil. Ich habe eine Karte rausbekommen hier. Dieses Porsche-Zentrum hier. Super schnell ist jetzt nicht. Schade, dass der Wunder hier einfach nicht läuft. Ich habe irgendwie noch eine Idee. Da, ja. Die sollte man nicht abmachen, weil hier passiert irgendwas. Die tut sich nichts her. Das ist so ein Flüster. Ich werde mal auf der Stelle
Fuß. Leipzig sein. Ah, bin ich auf Bild gegangen. Jetzt ist er hochgefahren, ja. Auf Bild. Also jetzt hat er sich eingestellt. Ja, wunderbar. Mit Garmin sogar hier. Park hier. Die ganzen Motoren hier, Batteriestand. Ich bin schon nach Halle geflogen hier. Okay. Fliegen wir einfach mal nach Halle. Oder nicht? Ja, leider ruckelt es wie bekloppt hier.
das mal angucken. Hier Bildtaste, kann man es ein- und ausschalten. So, alle andere Saale hier. Stark. Mein Marktplatz hier. So, jetzt können wir so einen Fluggast hier rauslassen. Da haben wir eine Akkuanzeige drauf hier.
nicht viel verbraucht hier. Was einstellen hier? Ah, hier kann man Reichweite zu den nächsten Flugplätzen hier. Die Gradzahl mit dazu. Eupin. Das waren jetzt 5 nautische Meilen. Führen hier. Hier und ich. Hier ist der Flugplatz. Wenn wir jetzt anfliegen, müssen wir aufladen hier. Sehr cool, also wirklich schön, schönes Teil, ja. So, fliegt noch zu dem Flugplatz noch rein, ja. Oh, es geht langsam hier die Akkuanzeige zur Neige, 40%, 39%, 37%.
Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra 2 miles southwest 1,500 feet to land. Mid Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Tower. QNH 29er decimal 9er 2 wind 2667. Make left downwind runway 29er. Enter left traffic runway 29er pits X-Ray Golf Sierra. Schon Hilfen zugeschaltet, die kann ich dann ausschalten, ja. Pits X-Ray Golf Sierra Wind 2667. Clear to land runway 29er. Ah, das ist in Ordnung. Clear to land runway 29er, Pits X-Ray Golf Sierra. Nein, das heißt Richtung Westen. Anständig landen hier. Schreiben wir uns mal da ab hier. Pits X-Ray Golf Sierra contact ground on 135 decimal 15. Decimal 15 Pits X-Ray Golf Sierra. Gut, schalten wir alles aus hier. Ja, ich hoffe, hatte ich viel Spaß gehabt mit dem Volocopter-Flug und ja, cooles Update, wie gesagt, ist ein bisschen leistungsunruhig, weil wie gesagt, ich hatte den Screen-Recorder mit daneben laufen und muss mal anschauen und ja, wirklich schön modelliert hier, ja, ziemlich cool. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao dann bis zum nächsten Mal.